Herzlich willkommen auch zu dieser Vorlesung in fortgeschrittene funktionale Programmierung in Haskell. Heute haben wir wieder mal zwei Themen. Erstes Thema ist, dass wir von letzter Woche ein bisschen weitermachen und uns noch ein bisschen über Datenstrukturen unterhalten und wie wir die geschickt in Haskell umsetzen können. Und der zweite Teil ist ein bisschen kürzer. Da reden wir noch ein bisschen über Laziness. Ich finde, das ist bisher ein bisschen kurz gekommen. Wir haben ab und zu mal ein bisschen drauf gedeutet, aber was so die systemischen Vorteile sind, die wir dadurch haben, dass Haskell nicht strikt ist, das haben wir uns noch nicht angeguckt. Das machen wir also heute. Wir machen funktionale Programmierung generell, also ein bisschen weniger Haskell statt, also wir machen es natürlich weiterhin in Haskell, aber das ist jetzt für viele relevant, für viele funktionale Programmiersprachen relevant. Wir machen insbesondere heute mal eine Double-Linked-List und wie wir das geschickt in Haskell umsetzen können und halt Laziness. Okay. Einmal kurz Show of Hands. Wer weiß, was eine Double-Linked-List ist? Ja, doch die meisten, aber nicht alle. Okay. Das ist so das, was man in C oder in Java oder in was weiß ich eigentlich so klassischerweise die erste Datenstruktur, die nicht primitiv irgendwo gegeben ist, die man selber implementieren muss. Und zwar, wenn wir uns mal uns am Beispiel von C entlanghängen, haben wir da in der Regel zwei Pointer. Das heißt, zwei Pointer sind zwei Adressen im RAM. Das alles, also wer sich an letzte Woche erinnert, das alles hier, was ich jetzt erzähle, basiert alles auf dem RAM-Model. Ist also nicht Cache Oblivious oder sowas, weil das hätte den RAM gesprengt. Gibt's auch, aber okay. Wir haben zwei Pointer. Der eine zeigt auf den Anfang der Liste, der eine zeigt auf den Anfang, auf das Ende der Liste. Und damit wissen wir so, wo unsere Liste anfängt und ändert. Und dann gibt es noch ein paar Elemente, die zu der Liste dazugehören. Und diese Elemente bestehen wiederum aus jeweils einem Pointer auf das nächste Element. Und falls wir das Ende der Liste sind, dann Null, also Null-Pointer, der irgendwo hin zeigt. Und einem Pointer auf das vorherige Element. Oder Null, wenn wir das erste Element der Liste sind. Und irgendeinem Stück Datum, also irgendein, weiß nicht, ein Geburtsname oder irgendein Baum oder irgendwas, was wir uns halt speichern möchten. Das ist beliebig. Aber das ist auch ein Pointer auf dieses Stück im RAM oder halt unboxed direkt da. So sieht das Ganze als Grafik aus. Wir haben hier das äußere Paar, Pointer, das einmal auf das erste oder einmal auf das letzte Element zeigt. Die zeigen jeweils mit den entsprechenden Pointern auf Null und mit den anderen Pointern entsprechend auf sich. Und in der Mitte könnte man jetzt beliebig viele Elemente haben, aber wir haben das jetzt mal mit bei einem gelassen. Soweit ist das, glaube ich, gar nicht mal so schwierig. Okay, Vorteile davon. Wir haben, wenn wir vorne oder hinten ein Element einfügen wollen, dann haben wir das in Rang von 1. Also das nennt sich Cons, kennt ihr ja von der normalen Liste, den Cons-Operator. Das Gegenstück dazu, wenn man ein Element hinten an die Liste dran klatschen möchte, nennt sich passenderweise Snog, also einfach Cons umgedreht. Also Cons und Snog liegen in Rang von 1. Es ist dirt einfach, über die Liste drüber zu laufen, sowas wie Map zu implementieren oder sowas. Ja, wir nehmen die Funktion von A nach B, wir wenden sie auf das erste Element ein, springen von da zum nächsten Element, wenden es da ein, springen zum nächsten und so weiter und wiederholen das, bis wir irgendwann Null finden und fertig. Finden und Updaten eines Elementes liegt in O von N. Das heißt, wenn ich irgendwie sage, okay, ich möchte diesen einen bestimmten Post von Taylor Swift auf Twitter gerne irgendwie nehmen und umdrehen oder was auch immer, dann muss ich halt einmal durch die Liste durchlaufen, bis ich es gefunden habe, von vorne bis hinten, weil ich die Datenstruktur nicht indiziert habe oder sowas. Das heißt, es liegt in O von N. Und wenn ich zwei Listen habe, zum Beispiel alle Tweets von Taylor Swift und alle Tweets von Barack Obama und ich die gerne hintereinander hängen möchte, dann liegt das in O von 1. Warum nur in O von 1 und nicht O von N? Weil ich einfach die Pointer richtig verbiege. Ich sage einfach, okay, ich nehme mir das letzte Element von Taylor Swift und nehme den Next Pointer, der momentan noch auf Null zeigt, und ich lasse ihn auf das erste Element von Obama zeigen. Und ich nehme mir den
Pref-Pointer von dem ersten Element von Obama lassen, auf das letzte Element von Taylor Swift zeigen und dann fertig. Dann habe ich die neue Liste. Das ist also auch O von 1. Wenn wir uns jetzt einfach mal die ganz normalen Listen, wie wir sie kennengelernt haben, in Haskell anschauen, dann merken wir, das ist genau das Gleiche. Wir haben auch genau diese Eigenschaften, allerdings nur vorne. Wir haben Cons in O von 1, aber Snock liegt in O von N. Weil wir sonst einmal durch die ganze Liste durchlaufen müssen, bis wir da in O von 1 ein Element einfügen können. Verkettung auch, da müssen wir einmal durch die ganze Liste durch. Alles O von N. Und jetzt wollen wir aber sagen, nein, aber wir wollen doch eine wunderschöne Datenstruktur, die genau das da oben kann, aber wir wollen das ja auch in Haskell. Und warum, wie kriegen wir das jetzt hier rüber nach Lambda-Land in unsere wunderschöne Welt der puren funktionalen Programmierung? Und warum gibt's dafür nichts in der Prelude? Okay, wir können ja mal sagen, okay, was ist, wenn wir genau C nachbasteln? Dann brauchen wir also Pointer, wie eben beschrieben. Pointer sind kriegen wir in Haskell mittels IO-Refs. Das hatten wir in der früheren Vorlesung schon einmal erwähnt. Das sind halt Sachen in IO, die halt irgendwo stehen. Die kann man halt an irgendeiner Stelle in der IO anschreiben. Da können wir uns halt eine Speicheradresse merken, zum Beispiel. Und dann hätten wir sowas wie, und das können wir halt über diese Funktion tun. Wir können die erstellen, wir können die lesen und wir können die schreiben. Alles in IO. Und dann können wir uns eine doppelt verkettete Liste einfach so basteln. Da gibt es einmal einen Datentypen für einen Eintrag, also ein Element der Liste für irgendeinen Datentypen A. Das hat ein IOREF für den Pointer fürs Vorhergehende. Und weil es eventuell nirgendwo hin zeigt, haben wir da ein Maybe stehen. Es hat ein Datum A. Und es hat, das würde wahrscheinlich so nicht kompilieren, weil Data wahrscheinlich ein reserviertes Wort ist, aber naja. Wir haben auch einen, es ist sowieso alles Müll, ne, werdet ihr sehen. Wir haben einen Pointer auf vielleicht das nächste Element. Eventuell sind wir das Ende der Liste. Da, also auch da ein Maybe. Und dann haben wir noch ein äußeres Konstrukt. Das zeigt Maybe auf das erste und Maybe auf das letzte, weil es könnte ja auch eine leere Liste sein. So. Da haben wir jede Menge Quatsch gebaut. Maybe bla. Genau. Und jetzt können wir uns natürlich sowas basteln. Wir können sagen, okay, wir machen eine New DLL, das macht uns einfach irgendwie eine Leere, die halt irgendwie nirgendwo hin zeigt. Einfach eine Liste mit Nothing und Nothing. Dann können wir sowas wie Insert Front, Insert Back implementieren. Get das erste, get das letzte und map implementieren, wie gesagt, wie wir es eben alle schon hatten. Das ist alles keine große Schwierigkeit, das tanze ich jetzt auch gar nicht vor. Das Problem ist nur, das ist alles in I.O., weil wir mit Pointern arbeiten und diese I.O.-Refs und die Pointer in I.O.-Refs sitzen müssen, das ist unschön. Und weil es in I.O. ist, können wir es nirgendwo im puren Code verwenden. Das heißt, wir können sowieso mit dieser doppelverketteten Liste nur in der IO-Monade rumhängen. Und das defeatet jeden Punkt, überhaupt Haskell zu benutzen. Weil der Witz ja eigentlich gerade ist, dass wir halt pur programmieren wollen, ohne irgendwie die IO-Monade anfassen zu müssen. Weil warum? Jetzt stellt euch vor, wir haben hier irgendwie diese Double-Linked-List in irgendeiner Bibliothek sitzen und wir benutzen die in unserem kleinen Hype-Projekt. In unserem kleinen Heimprojekt merken wir jetzt plötzlich, DLL.hs braucht irgendwie ein Update, okay, ich lade das mal von Package runter, alles gut. Oder Data DLL braucht ein Update. Ich lade mir das einfach runter, kein Problem. Und führe danach mein Projekt einfach so aus, wie ich es vorher hatte, aber mit dem neuen, Code von Data DLL oder was auch immer. Werden jetzt Raketen abgeschossen oder was auch immer. Weil es in I.O. ist, können da beliebig irgendwelche Seiteneffekte zwischengesprenkelt sein. Und wenn ich nicht jedes Mal, wenn ich ein Update für diese Library kriege, von vorne den Code überprüfen will, dann habe ich einfach keine Ahnung darüber. Ich kann nicht sagen, dass das schon nicht so sein wird, weil es nicht mehr pur ist, sondern es ist irgendwie in I.O. rumhampelt und da kann was weiß ich passieren. Und das ärgert im Zweifelsfall Russland und das wollen wir nicht. Okay.
Ja, das ist nicht kein Reduzier, das ist nicht so, wie man das in Haskell macht. So, wie gesagt, das hat zwar die Zugriffszeiten, aber durch I.O. ist es unbrauchbar. Und es ist auch, also nicht nur, dass es nicht pur ist, es ist, braucht auch noch viel mehr Speicher, weil ich meine, wir haben zusätzliche Pointer für das Maybe, wir haben zusätzliche Pointer für die I.O.-Refs, weil die I.O.-Refs sind ja auch nur irgendwas im RAM oder im Heap. Und da wird auch erstmal gezeigt. So, und statt drei irgendwie pro Element, also nämlich in der, wenn wir es mal in C implementieren würden, hätten wir drei Pointer. Nämlich einen Pointer auf das Datum, einen Pointer, also Datum als Einzahl von Data oder Daten, nicht als Zeitangabe. Einen Pointer auf das Datum, einen Pointer auf das Vorhergehende, einen Pointer auf das Nächste. Hier haben wir einmal der Vorhergehende, einmal das Nächste. Wir haben zwei Maybes. Zwei IO-Refs und ein Datum. Wir benutzen 7 statt 3 Pointer pro Element. Und wenn nächstes lang wird, wird das viel. Es kostet uns nicht nur mehr Speicher, kostet uns auch mehr Zeit, weil wir diesen ganzen Pointer ja auch noch folgen müssen. Das ist auch doof. Das ändert zwar an den Asymptotics nicht viel, aber es dreht halt die Konstanten hoch. Das wollen wir ja auch nicht. Und wir merken schon irgendwie so ein bisschen, es ist nicht das Schlauste, was wir machen können, einfach sich in die imperative Welt zu gucken und sagen, ja, ich habe hier diese Datenstruktur, ich programmiere das mal 1:1 nach, ohne irgendwie drüber nachzudenken, was ich tue. Okay, unschlau. Wie machen wir es denn schlau? Naha. Okay, wie schon letzte Woche, machen wir einfach mal Wunschkonzert, was hätten wir denn gerne? Wenn wir uns eine ideale Datenstruktur ähnlich zur DLL runterwünschen könnten. Wir wollen irgendwas, was so aussieht wie eine Sequenz. Wir haben also irgendwie Array, eine Liste oder so, irgendwas Flaches. Also jetzt nicht irgendwie einen Baum in furchtbar viel, sondern irgendwas Flaches. Wir wollen ein schnelles Hinzufügen und Entfernen von am Anfang und am Ende. Also Cons und Snog möglichst in O von 1. Genauso irgendwie erstes rausschmeißen oder erstes holen und rausschmeißen und zweites und letztes holen und rausschmeißen, das soll auch schnell sein. Wir hätten außerdem, wenn möglich, irgendwie gerne, dass wir zwei von diesen Dingern nehmen können und sie reasonably schnell zu einem machen können. Wir würden gerne schnell drüber iterieren, also irgendwie mappen. Wir haben so lustige Datenstrukturen, wir haben da so eine lustige Funktion von A nach B. Die wollen wir da halt schnell draufschmeißen können. Und wir möchten auch die Möglichkeit haben, Dinge aus der Mitte zu entfernen, auch wenn das irgendwie ein bisschen länger brauchen kann. Wenn wir schon mal dabei sind, Wünsche zu äußern, wir wollen das gerne auch im Mutable haben und wir wollen es pur haben, damit wir nicht irgendwie in der Armonade rumtanzen müssen und irgendwelche Raketen auf Russland abzufeuern. Und wir wollen, dass das nicht allzu viel Speicher verbraucht. Okay, jetzt haben wir unser Wunschkonzert einmal beendet. Alles das hier oben in der ersten Liste ist so das, was man mit einer doppelt verketteten Liste so kriegt. Aber wenn wir hier unten das auch noch dazu haben wollen, müssen wir uns was Neues überlegen. Okay. Die API wäre sowas wie das hier. Wir können einfach mal sagen, okay, dieses Ding, was ich da haben möchte, diese komische Datenstruktur, was sollte so ein Ding können? Naja, ein Ding sollte auf jeden Fall irgendwie einen Typen mittragen können. Ich will ein leeres Ding erstellen können. Ich will einen Check drauf haben, ob irgendein Ding leer ist. Ich will an ein Ding was dranhängen können. Ich will vor ein Ding was vorhängen können. Ich will das erste Ding aus einem, also ich will das erste Element aus einem Ding rausholen können. Und ich will das letzte Element aus einem Ding rausholen können. Maybe natürlich, falls nichts drin ist. Und ich will zwei Dinger aneinander hängen können. Okay, wenn es uns so egal ist, wie das genau aussieht, dann könnten wir daraus auch eine Typklasse machen. Das ist dasselbe, nur in einer Typklasse, dass man mehrere Dinge machen kann, die ja alles dasselbe empfehlen. Aber prinzipiell sind das genau die gleichen Funktionen und genau dieselben Typen mit nur D statt Ding. Und das ist halt in der Klasse Deck drin. Was war das nochmal? Warum Deck? Ah, Double in the Q, genau.
oder DQ oder wie auch immer ihr es aussprechen wolltet, aber bla. Ne, wir können also eine Chip-Klasse draus machen. So, und das wäre jetzt so ein naiver Ansatz. Wir sagen einfach, okay, wir wollen unsere wunderschöne Double-NQ und wir sind nämlich schlau. Wir machen nämlich zwei Listen und die eine ist die vordere Liste von unserer normalen langen Liste und die halten wir in der normalen Reihenfolge und die zweite Liste halten wir umgekehrt. Das heißt, wenn wir ganz hinten ein Element einfügen wollen, dann hängen wir es vorne an die zweite Liste dran. Und wenn wir dann die gesamte Liste theoretisch ausgeben wollten, würden wir die erste einfach normal ausgeben und die zweite erst einmal umdrehen und dann ausgeben. So klar? Nicken, sehr gut. Okay, dann machen wir uns mal ans Implementieren. Empty, ganz einfach. Zwei leere Listen. Is empty. Auch einfach. Prepend, also vorne was vorhängen, ist einfach, weil wir können jetzt einfach Cons machen auf die erste Liste. Und Cons ist ein O von 1, also haben wir auch ein O von 1 Prepend. Genauso Append, hinten dran hängen. Wir machen einfach ein Cons vor das zweite vor die zweite Liste. Ist genauso, weil sie ja rückwärts gehalten wird, ist das ein hinten anhängen. Soweit so gut. Get first, kein Problem. Von leer ist von zwei leeren Listen ist das Nothing. Von einer nicht leeren Liste vorne und einer nicht leeren Liste hinten ist es auch einfach, weil wir einfach das erste Element zurückgeben aus der ersten Liste, also den Head der ersten Liste. Auch O von 1. Wir haben ein Problem, wenn wir auf ToList get first aufrufen wollen und die erste Liste leer ist und wir auf die zweite Liste zugreifen müssen, weil wir dann erst einmal durch die hintere durchlaufen müssten und das letzte Element aus der zweiten Liste holen müssten. Das ist ein O von N. Und das wird gleich noch zum Problem. Aber na, jetzt könnte man ja sagen, okay, da könnte man ja irgendwie noch drum rumarbeiten und darauf achten, dass sie irgendwie balanciert bleiben oder sowas. Mal schauen. Get last, ach ja, selbes Problem, nur andere Richtung. Concat ist auch problematisch, weil wir sagen, okay, wenn wir zwei haben, dann wollen wir, dann muss die neue erste Liste sein, die erste der ersten und die zweite der ersten, aber umgekehrt. Die zweite der ersten, aber umgekehrt. Aber wir müssen sie halt einmal umdrehen, damit sie in der richtigen Reihenfolge sind. Und dasselbe für die zweite Liste. Das, da rufen wir auch zweimal Reverse auf, das ist auch ein Problem. Das tut also alles, was wir eigentlich wollen, aber durch Reverse wird da einiges O von N statt O von 1. Ich habe mir mal ein paar Asymptoten hochgegeben, das habe ich auch alles gerade eigentlich schon gesagt. Empty, Append und Prepend ist alles O von 1, wunderschön. Aber Get First kann O von N sein, Get Last O von N und Iterate kann im schlimmsten Fall bis zu ON von Quadrat werden. Wenn, also im Sinne von Map, jetzt nicht unbedingt, also wenn wir einfach nur drüber mappen wollen würden, dann können wir einmal drüber laufen, dann wäre es nur O von N. Aber wenn ich mich jetzt irgendwie auf andere Elemente in der Liste beziehen möchte, dann muss ich teilweise noch was umdrehen und dann wird's problematisch, ja? Ja, also die Frage aus dem Publikum, die gerade kam, ist genau die ich gerade beantwortet habe. Ob Iterate wirklich in n Quadrat liegt. Ja, das liegt daran, dass, also wenn du nur mappen möchtest, dann nicht. Dann ist es noch O von N, weil Map auf einem Element funktioniert. Und dann ist es dir egal, in welcher Reihenfolge du die Funktion aufrufst. Aber wenn du jetzt noch auf andere Elemente zugreifen möchtest, zum Beispiel, hey, nimm das letzte Element noch dazu, dann musst du eventuell was umdrehen, oder das nächste Element. Und dann wird es halt im schlimmsten Fall n Quadrat. Weil du dann teilweise ganz, ganz unschön umdrehen möchtest. So. Also man könnte jetzt irgendwie sagen, okay, aber die sind ja seltener, können wir da nicht irgendwas amortisieren? Wir haben das doch letzte Woche so cool gelernt. Ja, das ist zwar richtig, dass das selten vorkommt,
Aber wenn wir jetzt irgendwie zum Beispiel abwechselnd vorne ein Element wegnehmen wollen und hinten ein Element wegnehmen wollen, dann ist es halt trotzdem doof. Und weil wir halt nicht garantieren können, dass das nur so selten wäre, dass das nicht passiert, irgendwann können wir auch nicht amortisieren. So, gibt es da nichts Besseres? Oder irgendwas von Ratiofarm? Mhm. Gibt es. Ist aber nicht ganz so simpel, wie einfach zwei Listen hintereinander klatschen. Wir machen einmal einen kurzen Exkurs Bäume. Wer weiß, was 2-3 Bäume sind? Ja, ein paar weniger, aber doch. Es steht da auch, also für diejenigen, die es nicht wissen. Ich war so lieb, hab's euch hingeschrieben. Das ist also irgendein Baum, der pro Elternknoten 2 oder 3 Kinder hat. Das heißt, das ist auch unabhängig voneinander. Jedes der Elternknoten kann halt 2 oder 3 Kinder haben. Die müssen nicht irgendwie in einer Ebene alle dieselben sein oder sowas. Hauptsache 2 oder 3 Kinder. Sowas zum Beispiel. Ist ein Bild aus dem Paper. Namen vom Autor habe ich gerade vergessen. Ist aber auch egal. Und wie ihr seht hier, dieser Knoten hat zum Beispiel 2. Dieser hier hat 3. Dieser hier hat aber auch 3. Zum Beispiel der hat wieder 2. Das hängt nicht irgendwie offensichtlich miteinander zusammen. So. Und was wir jetzt machen, ist ein bisschen mentales Falten. Jetzt stellt euch mal vor, wir nehmen den Baum an diesen äußeren Punkten und ziehen ihn hoch und packen ihn gleichzeitig in der Wurzel und ziehen ihn da runter. Ich lasse euch ein paar Sekunden das mental zu verarbeiten und dann werdet ihr vielleicht sehen, dass das hier ungefähr hinkommt. Seht ihr, wie das passiert ist? Wir haben jetzt hier die Wurzel, sie ist weiter unten und dann die Kinder der Wurzel da drüber und dann die eigentlich tiefsten haben wir da weiter oben. Ja, kommt das ungefähr hin? Zögerliches Nicken. Aber ich glaube schon. So. Und der Trick, den wir jetzt machen, ist, okay, ja, haben wir jetzt diesen Baum so wunderschön gefaltet, aber ich meine, was soll denn das? Warum falten wir jetzt plötzlich Bäume? Was wir machen, ist, wir lassen die Wurzel so, wie sie ist, aber diese anderen beiden Knoten, die jetzt so hübsch nebeneinander liegen, die fassen wir einfach zusammen und sagen, das ist jetzt ein Knoten in unserer Datenstruktur. Und dieser oberste Knoten zum Beispiel wäre der erste, der hat zwei Präfixe Leaves und 3 Suffix Leaves und der hat in einer Ebene drunter, hat er 2 Bäume, 2 Präfixbäume der Tiefe 1, und 2 Suffixbäume der Tiefe 1, und wenn das hier so weitergehen würde, das kann so weitergehen, wenn man lustig ist. Die Sache ist, jede Ebene, jede Knoten auf einer Ebene hat Präfixe und Suffixe. Der erste hat, wie gesagt, 2 oder 3 Kinnknoten, jeweils vorne und hinten. In der zweiten Ebene hat 1 oder 2 Kindbäume der Tiefe 1, vorne und hinten. Auf der dritten Ebene hat er 1 oder 2 Kindbäume in der Tiefe 2 und so weiter und so fort. Das kann man beliebig tief machen, je nachdem, wie viel Platz man in der Datenstruktur braucht. Wir sagen jetzt, okay, wir machen uns ein neues Wort für sowohl Präfixe als auch Suffixe, nennen wir Affixe. Und wir sagen, diese Affixe können maximal 4 Elemente halten, because of reasons, die wir jetzt nicht genau uns anschauen müssen. Ist egal. Also wir sagen nicht, dass der hier irgendwie genau nur 2 oder 3 haben, der darf das 4 haben. Okay, machen wir mal Code damit. Wir sagen, okay, wir haben einen Datentyp Node, der kann entweder einen 2er oder einen 3er Branch haben, und trägt da halt entweder 2 Elemente oder 3 Elemente. Wir können irgendeinen Affix haben, also sowohl Präfix als auch Suffix. Und der kann entweder 1 Element tragen, 2 Elemente tragen, 3 Elemente tragen oder 4 Elemente tragen. Aber einer hat reagiert, danke. Ich weiß, es ist warm. Und ein Fingertree ist dann das hier. Wir können natürlich einen leeren Fingertree haben, obviously. Wir können
einen Baum haben, der genau ein Datum trägt. Wir brauchen dafür einen extra Konstruktor, weil wir ansonsten die Bedingungen nicht erfüllen würden, dass wir sowohl Präfixe als auch Suffixe brauchen. Also machen wir uns den Datenkonstruktor dafür ein. Oder wir haben einen dritten Konstruktor deep. Das heißt, okay, es geht noch eine Ebene tiefer. Und das heißt, wir haben dann einen Präfix, einen Affix vom Typen A. Also haben wir 1 bis 4 Präfixe. Wir haben 1 bis 4 Suffixe. Und wir haben ein deeper Element, das einen weiteren Fingertree vom Typ Node A trägt. Und das ist dann wieder ein Branch 2 oder ein Branch 3. Okay. Macht das Sinn? Also wir haben einen Fingertree von solchen Nodes. Dann im nächsten Schritt. Das heißt, an unserem Fingertree hängt dann wieder ein Fingertree und in dem Fingertree kann wieder ein Fingertree hängen und so weiter. Sinnig? Ja. Macht das Sinn? Okay, soweit klar der Code. So, was haben wir jetzt? Wir haben einen Baum, der uns die Enden, die sogenannten, direkt präsentiert. Also wir haben, ne, auf der obersten Ebene haben wir Präfixe und Suffixe. Also können wir an den Enden ganz einfach Dinge rauslesen und anfügen und so weiter. Also gut, und jede Ebene von Deep fügt halt eine Node hinzu. Das heißt, wir können den beliebig größer machen. Fingertree von Node A hat einen hat entweder von 2 bis 12 Elemente. Einen Fingertree von Node A hat einen Affix von 4 bis 3 mal 3 ist 9 mal 4 36 Elemente. Das Rechnen, dafür ist die Maschine da. Und so weiter. Das heißt, auf jeder Ebene kommt möglichst mehr dazu. Und so weiter. Wir haben also auf jeder Ebene ungefähr bis zu 3-mal mehr als in der vorhergehenden. Der Baum ist so ungefähr balanciert automatisch. Nicht perfekt balanciert, aber reasonably balanciert. Also das heißt, es ist nicht irgendwie alles hinten oder alles vorne. Also wir landen nie auf einer Sequenz durch diesen Baum. Also dass wir irgendwie nur, stellen wir einen Baum vor, der immer nur eine Note hat und dann immer nur nach rechts weitergeht. Ja, also in der Kindheit und nur nach rechts weitergeht. Dann haben wir im Prinzip eine Liste, wenn wir nur so einen total einseitigen Baum haben. Das passiert hier nicht, weil wir immer Präfixe und Suffixe haben müssen. Wie gesagt, das kann zu einem gewissen Teil außer Balance geraten, aber nicht wirklich viel. Die Sache ist, wenn wir, wie fügen wir Elemente ein? So, wir haben diesen wunderschönen Operator, Pfeil nach links sozusagen, der hat die zu erwartende Typ-Signatur. Und wenn wir einen Wert in einen leeren Baum einfügen, haben wir einen Single, kein Wunder. Wenn wir ein Element in funktioniert das so rum? Doch, ja. Okay, wenn wir ein Element in einen Single einfügen wollen, dann machen wir einen Deep-Konstruktor. Und zwar mit vorne einem, hinten einem und in der Leere ein Empty, in der Mitte ein Empty. Die nächste Ebene existiert also nicht. So, und dann haben wir wenn wir ein Element
Okay, dann machen wir vielleicht einfach den allgemeinen Fall. Generell machen wir den Fall, wenn wir ein Element in den Tree einfügen wollen, dann sagen wir, okay, wir wollen das Element vorne dranhängen, also sagen wir einfach, der Prefix von dem Tree ist jetzt das Affix-Prepend von dem X und angewendet auf das Prefix Tree. Das macht Sinn. Ich gehe jetzt nicht ewig durch die Code durch. Wenn ihr euch den anschauen wollt, ich link gleich auf den Blogpost, wo das alles herkommt. Dann wird es halt einfach davor geklatscht. Und ansonsten der einzig wirklich furchtbar interessante Fall ist, was ist, wenn wir einen Deep-Fall haben, wo vorne schon vier Sachen drin sind. Dann haben wir das Problem, dass es da einen überfließt und dass wir es halt irgendwie basteln müssen. Dann haben wir einen Deep von vor ABCD und wir wollen X gerne einfügen. Dann haben wir noch einen Deeper Element und einen Suffix natürlich hinten dran. Dann sagen wir, okay, wir nehmen uns das erste Element von den Vieren und machen mit dem X, was wir einfügen wollen, und dem ersten Element von den Vieren, also den ersten Zweien jetzt von der Neuen, machen wir eine Two auf und nehmen das als neue Präfix. Die Suffix lassen wir, wie sie ist. Und wir fügen in den Deeper, also in den weiter unten liegenden Baum, fügen wir Node ein. Und Node ist einfach ein Branch 3 von den drei übrig gebliebenen aus dem Vor, BCD. Macht das Sinn? Okay. Wir nehmen halt hier irgendwie an, dass wir diese wunderschöne Funktion Affix Prepend haben, die aus einem 1 und 2 macht, also den Platz daher nimmt, und aus einem 2 und 3 und aus einem 3 und 4. Und falls wir einen Vor schon gegeben finden, haben wir es da oben abgefangen. So hängen wir also was davor. Große Überraschung. Hinten was hinterhängen ist nicht großartig unterschiedlich. Also das ist genau derselbe Code, halt nur halt andersrum formuliert, weil wir es jetzt hinten dran hängen wollen. Es ändert sich da eigentlich nicht viel dran. Das Prinzip ist das gleiche. Aber was sind jetzt die Laufzeiten davon? Hat das Ganze überhaupt was gebracht? Ihr könntet jetzt zum Beispiel sagen, dass, ich meine, wenn wir jetzt vom schlimmsten Fall ausgehen, muss der ganze Baum ja einmal neu ausgebaut werden. Also auf der ersten Ebene muss gecarried werden, der wird darunter muss neu aufgebaut werden, der fließt über, weil er auch nur vor war, und dann muss es wieder eine Ebene tiefer getrennt bis ganz unten hin. Richtig. Aber wie häufig passiert sowas? Jede Operation, die wir einfügen und also prependen oder abhänden, macht eine O von 1 Operation auf der obersten Ebene. Mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wie du es jetzt genau modelst, aber mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit machen wir auch eine auf der zweiten Ebene O von 1 Operation und so weiter. Generell, wenn wir N Einfügeoperationen machen, aber jetzt mal angenommen von derselben Seite, dann machen wir so viele Operationen, und wenn wir n gegen unendlich laufen lassen, machen wir, okay, dann machen wir n mal minus von n gegen unendlich diese Summe von 1 durch 2 hoch i, also 1 durch ein Viertel und so weiter. Und für n Operationen brauchen wir im Schnitt 2n Zeit. Also liegt die amortisierte Laufzeit von einer Einfügeoperation in O von 1, weil wir für n Operationen im Schnitt 2n Zeit brauchen. Das heißt, für nur eine Einfügungsoperation liegen wir amortisiert, nicht worst case, aber amortisiert in O von 1. Macht Sinn? Yay, wir haben O von 1 append und O von 1 prepend. Voll gut. So, und von hinten ist es halt genau das gleiche, nur halt andersrum. Wenn wir jetzt an das erste Element drankommen wollen und da an das letzte Element drankommen wollen,
kommt man auch auf eine Laufzeit von O von 1. Wir schauen nur einmal kurz über den Code drüber. Schauen wir über den Code drüber? Ja, wir schauen nur kurz auf den Code drüber, aber ich werde jetzt nicht furchtbar viel Zeit damit verbringen, den Code im Detail zu erklären. Ein bisschen, aber natürlich nicht furchtbar tief. Wer da nochmal genauer nachschauen möchte, kann sich einmal den Blogpost von Andrew anschauen. Der hat das sehr gut aufgearbeitet, wie ich finde. Okay, wir wollen, also aktuelle Aufgabe ist jetzt mit unserer wunderschönen Datenstruktur, den Fingertrees, wollen wir uns jetzt einen Weg basteln, wie wir das erste Element rausnehmen können. Oder das letzte Element rausnehmen können. Davon sollten wir ja auch, wenn möglich, eine schnelle Laufzeit entwickeln. Und wir machen uns dafür eine neue Datenstruktur. So, und zwar sagen wir, okay, DataView ist entweder 0 oder ViewArm mit dem Fingertree-Arm. Und jetzt sagt ihr zu Recht, ey, aber warum brauchen wir dafür eine komische Datenstruktur? Bei Lens zum Beispiel oder sowas ging das ja einfach so. Und damit habt ihr auch recht. Diese Datenstruktur ist aber, wie ihr vielleicht merken würdet, isomorph zu maybe. Das heißt, entweder habe ich nichts, oder ich habe, wenn ich zum Beispiel auf eine Datenstruktur sage, gib mir das erste Element und es ist nichts drin, dann will ich natürlich irgendwie nicht, dass mein Programm abstürzt, sondern ich will halt ein Null zurückbekommen. Oder ich kriege halt einen View aus dem ersten Element und dem neuen Fingertree. Ich will es ja nicht nur anschauen, sondern aktiv rausnehmen. Und das macht plötzlich Sinn, weil wenn ich irgendein Element aus einer Datenstruktur rausnehme, dann brauche ich eigentlich einmal das Element zurückkriegen. Im Zweifelsfall kann ich es wegschmeißen. Und ich will den neuen Fingertree haben. Okay. ViewLeft. Also, ich möchte mir das allererste anschauen. Okay. Wir gehen einmal kurz drüber, wie das hier funktioniert. Lasst euch von dem vielen Code nicht abschrecken. Es ist eigentlich alles ganz simpel. Was ist zum Beispiel wahrscheinlich ViewLeft von einem Empty? 0. Richtig. Genau. Weil in einer leeren Datenstruktur gibt es nichts anzusehen. ViewLeft von einem Single ist natürlich auch ebenfalls einfach. Wir nehmen den Single raus und geben ansonsten eine leere Datenstruktur zurück. Skip, wir machen einmal den nächsten einfachen Fall. Wenn es irgendwas außer One ist, also einen Deep gibt und der Prefix irgendwas außer einem One ist, wir geben das First zurück, wobei First wir aus der Listenrepräsentation von dem Präfix angeben. Wir nehmen an, dass FromList und ToList, also Funktionen, die uns eine Liste draus machen und es aus einer Liste konstruieren, wir nehmen an, dass wir die schon haben. Ja, also die hatten jetzt nicht mehr mit auf die Folie gepasst, sind auch eigentlich uninteressant, aber wir nehmen an, dass wir die auf einem Affix definiert haben. Okay, das heißt, wir nehmen uns das Prefix, wir machen da eine Liste draus, wir nehmen das erste Element, juhu, und nehmen den Rest der Liste und machen da wieder ein Affix draus und legen es hin, wo wir es herhaben. Und dann können wir das erste einfach zurückgeben und lassen den deeper Teil intakt, wir lassen das Suffix intakt und wir machen aus dem Rest der Präfix machen wir wieder eine Affix, wie wir es herhaben. Soweit so klar, hoffe ich. Dann gibt es einen etwas komplizierteren Fall für, was ist, wenn wir vorne nur ein Affix haben, also nur einen One-Konstruktor. Wir nehmen da einen raus, wir können aber nicht einfach wieder was Leeres hinlegen, weil wir dafür keine Konstruktoren haben. Wir müssen sowohl vorne als auch hinten tatsächlich Daten drin liegen haben. Okay. Was ist in Scope? Wir haben einen Deep-Konstruktor gefunden. Wir haben vorne ein One mit einem Datum X. Wir haben dann die nächste Ebene des Baumes, Deeper, und wir haben einen Suffix. So, was wir zurückgeben, ist ViewX, natürlich, das eine Element von vorne, geben wir zurück. Und der neue Baum, den wir zurückgeben, ist Rest. So, was ist jetzt der Rest?
Der Rest ist, da kommt es drauf an, welchen Konstruktor diese Deeper-Struktur hat. Also machen wir einen Case. Case VUL Deeper of, also wir wenden VUL jetzt rekursiv auf das, auf die nächste Ebene des Baumes an. Wir machen, also wenn das einen Null zurückgibt, okay, machen wir den einfachen Fall zuerst. Was ist, wenn es kein Null zurückgibt? Ja? Was ist, wenn es einen, okay, das gibt uns ein ganz normales View zurück, und zwar gibt es uns eine Node und einen Reststrich. Also, ne, das rekursive aufgenommen auf die nächste Ebene gibt uns einen ganz normalen, eine Node zurück und einen Reststrich. Dann ist das, was wir jetzt anstelle des, dann ist der neue Baum ein Deep, und zwar ein, from list to list Node mit dem Reststrich, den wir aus dem View zurückbekommen haben, und dem Suffix von da oben. Macht das Sinn? Verzögert es nicht nur an einigen Stellen? Ich will jetzt nicht hier drüber laufen, wenn ihr keine Ahnung habt von dem, was ich rede. Aber, ne? Hä? Ja. Das ist eine gute Frage. Bestimmt. Ja. Das hat bestimmt Gründe. Ja. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass das Grund. Also die Frage war, warum wir hier in der Mitte erst To-List und From-List aufrufen müssen. Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass das Gründe hat. Nee, ist ein A. Ja, das. Aber das sollte eigentlich genau im anderen Fall. Das hat bestimmt Gründe, ja? Also, ich glaube auch nicht, dass wir dem jetzt auf die Stiche kommen. Schauen im Blogpost oder im Quellcode mal. Aber das ist ja ein minor Detail. Die Sache ist, dass wir halt uns den rekursiven Fall einmal anschauen, und wenn das ein normales View zurückgibt, dann machen wir halt unsere Foo mit der Note, die wir da rauskriegen, dem Rest, den wir da rauskriegen, und der Suffix von weiter oben, alles gut. Am besten programmiert ihr es mal nach, dann wird es bestimmt total offensichtlich. Aber was ist, und das ist jetzt das Problem, wenn wir Null zurückkriegen. Das heißt, wir haben unsere Präfixe leer gemacht, und wir müssen das jetzt irgendwie mit den Suffixen balancieren. Und wir haben keine tiefere Baumstruktur, in die wir überfließen könnten. Ja. Das kann auch sein. Sowohl Präfix als auch Suffix sind vom Typ Affix, ja. Das ist der Witz. Deeper ist vom Typ Fingertree, ja. Von Nodes von A. Wir machen da einfach weiter. Das hat gute Gründe. Egal, also, wir waren jetzt gerade in der Situation, okay, wir wissen, was VUL empty besteht, wir wissen, was VUL CNNS besteht, wir wissen, was ist, wenn es kein One ist, dann ist es auch einfach, wir wissen sogar, falls es ein One ist und wir ein Deeper Level haben, haben wir uns auch schon geguckt, aber was ist, wenn wir die Präfixe leer gemacht haben, kein Deeper Level haben und aber Suffixe haben, dann müssen wir gucken, okay, was für Suffixe haben wir denn? Wenn wir hinten nur ein One haben, dann ist es einfach, dann haben wir nur noch ein einziges Element übrig, dann geben wir halt einen Single zurück. Wenn wir hinten zwei haben,
dann geben wir einen Deep One Empty Deep One Empty One zurück, weil wenn wir hinten zwei hatten, dann sagen wir, okay, eins vorne, eins hinten und in der Mitte nix. Wenn wir drei Suffixe hatten, du guckst kritisch. Okay, wenn wir drei hinten hatten, dann machen wir einfach, okay, zwei nach vorne, nix in der Mitte und einen nach hinten. Und wenn wir vier hinten hatten, dann nehmen wir einfach drei nach vorne, nichts in der Mitte und einen nach hinten. Das hat auch Gründe, warum man nicht zwei und zwei macht. Das hat bestimmt auch Gründe. Wahrscheinlich, also dass man wahrscheinlich darauf irgendwie haben möchte, dass es wiederholte Operationen irgendwie sinnvoller gebastelt sind. So, macht jetzt der Code etwas mehr Sinn als vor 5 Minuten? Nein, nein, ist alles Marquis. Ist okay. So kann man, Code R, View R ist natürlich mit das gleiche, nur andersrum. Und jetzt haben wir also unseren wunderschönen Code dafür gebastelt, was wir machen wollen, wenn wir, auch das erste Element rausnehmen können und nicht mal angucken können. Was bleibt ist, dass wir Fingertrees verketten wollen. In O von 1 können wir View und Append machen. Wir können deswegen in O von M einen Baum der Länge M an einen Baum der Länge N anhängen, weil wir lassen uns einfach anzeigen und appenden einfach dran, weil sowohl anzeigen, also weil sowohl rausnehmen als auch anhängen in einem O von 1 drin ist, können wir einen Baum der Größe M in O von N an einen anderen Baum dranhängen. Okay. Geht aber noch geschickter. Wie gesagt, das ist auch wunderschön implementiert, aber ich meine, wenn wir so lange für VL gebraucht haben, will ich das jetzt nicht auch noch durchtanzen. Es geht in O von Logarithmus von dem jeweils kleineren von N und M. Das heißt, wenn wir einen Baum der Länge N haben und einen Baum der Länge M dranhängen wollen, können wir das in O von Logarithmus von welcher Baum auch immer kleiner ist hinkriegen. Siehe Blogpost. Mit so einer Fingertree-Struktur können wir aber noch ganz viel mehr Unsinn treiben, das habt ihr euch gedacht. Jetzt mal angenommen, wir haben einen Monoid da drin sitzen, wir haben einen Monoid und M, nennen wir ihn, und wir können dann Annotationen hinzufügen. Und wir können jetzt zum Beispiel so eine Typklasse Measured hinzufügen, wo wir einfach sagen, okay, gibt uns eine Funktion von A nach V, und das A und V sind die beiden Typ-Argumente für die Typklasse. Dann können wir sowas machen. Das ist genau der gleiche Code wie vorhin. Node ist genau das gleiche. Empty ist das gleiche, Single ist das gleiche. Deep ist ein bisschen anders. Wir haben nämlich eine Annotation oder eine Annotation vom Typ V hinzugefügt. Und das müsste dann der Monoid sein. Das heißt, wir müssen den Code, den wir uns gerade eben angeguckt haben, ein bisschen verändern, aber nicht viel. Wir müssen halt überall die Annotation mitschleppen. Aber das ist nicht komplex, weil wir mit der nicht irgendwie überfließen müssen. Die Annotation fließt nicht über. Aber dann kann man halt irgendwie sagen, okay, wir können... wenn wir A und V irgendwie im Measured drin haben, dann können wir einen Fingertree VA, wobei V die vor die Annotation ist, dann können wir in den Fingertree VA V im Measured packen mit ein bisschen Foo und Node auch. Das ist jetzt gar nicht mehr so wichtig. Ich will euch nur zeigen, worauf ich damit hinaus will. Ja? Bitte? Ja, richtig, genau. Genau, darauf will ich damit hinaus. Was bringt das Ganze? Genau, wir können jetzt zum Beispiel uns sagen, okay, size ist ein Wrapper für int oder integer, wie auch immer, mit ein paar Typklassen derived, und wir brauchen noch einen Wrapper für value, okay, wunderbar. Dann machen wir aus size einen Monoid, weil ich meine, die Integers sind schon ein Monoid, mit plus als abgeschaltet, also Moment, rede ich gerade Quatsch? Wer weiß noch, was ein Monoid ist? Okay, ein Monoid ist irgendeine Menge,
irgendeine Menge und auf dieser Menge gibt es irgendeine abgeschlossene Operation. Das heißt, ich habe irgendeine Menge m und ich habe irgendeine Operation mal oder Kreis oder wie auch immer, die von m nach m nach m geht. Das heißt, sie nimmt zwei Sachen aus m und macht eine neue Sache aus m drin. Wie zum Beispiel die ganzen Zahlen unter plus oder die ganzen Zahlen unter mal oder die ganzen Zahlen unter geteilt. Nein, richtig, genau. Minus schon, ja. Aber geteilt nicht, natürlich. Falle vermieden. Okay. Also, und das können wir, weil wir in size nur einen Wrapper unten drin haben, können wir da ganz einfach sagen, okay, wenn wir ein x gewrappt haben und ein y gewrappt haben und das hier irgendwie verbinden wollen, dann sagen wir einfach, okay, wir verbinden das mit plus, fertig. Haha. Und wir sagen, okay, unsere Measure-Instanz ist, okay, für irgendein Value sagen wir einfach, ist immer 1. Irgendein einzelnes Datum ist immer 1 groß. Und dann können wir die Größe von den einzelnen Unterbäumen immer in dieser Annotation, die ich gerade eben vorgestellt hatte, mit drin haben, genauso wie du es gesagt hattest. Und der Vorteil davon ist nicht nur, dass wir irgendwie schnell gucken können, okay, wie groß ist das denn? Wir können das sogar dafür benutzen, dass wir schneller darauf zugreifen können. Weil wenn wir, stellt euch das vor, okay, wir haben einen Baum, der 3 groß ist und einen, der 4 groß ist und einen, der 5 groß ist und ich möchte jetzt bitteschön auf das 9. Element zugreifen. Dann muss ich die ersten beiden nicht angucken, weil ich genau weiß, wie groß sie sind. Und ich weiß nicht, das 9. Element wird nicht in denen drin sein und ich kann die skippen. Und deswegen kann ich schneller auf weiter unten zugreifen, ja? Was ist deine Frage? Okay, Frage aus dem Publikum, warum? Was musste früher oder später kommen? Warum tust du das? Nein, also Newtype ist, das legt einen Wrapper an, der aber vom Compiler separat behandelt wird. Wir kennen Type, das sagt einfach nur, dieser Typ ist genau dasselbe wie dieser Typ, ein Alias. Wir können, also das hatten wir zum Beispiel bei Lens, das war ein Type. Wir können auch sagen Data und uns die eigenen Konstruktoren irgendwie basteln. Oder wir können sagen NewType. Und NewType nimmt schon, es macht dir auch ein Alias, aber die Sache ist, dass der Compiler das ein bisschen anders behandelt. Wenn du einen Type Lens A zu for all blub hast, ja, dann kannst du, auch einen einfach nur so eine Funktion wie gefordert an die Stelle einer Lens einsetzen, ja, oder machen wir es einfacher. Angenommen, ich sage type hours gleich int oder sowas, ja, dann kann ich an jede Stelle, wo hours gefordert werden, auch einen int einsetzen und ints und hours einsetzen, wo ints gefordert werden, weil es 1:1 das gleiche ist. Bei newtype nicht. Wenn ich sage newtype seconds int, also newtype seconds gleich int, dann ist es immer noch dasselbe, aber es ist halt einmal gewrappt. Der Compiler passt auf, dass ich nicht da, wo wo seconds gefordert werden, einen int einsetzen kann und nicht da, wo den int gefordert wird, einen seconds einsetzen kann. Also das ist ein Wrapper für den Typen, aber ich kann halt damit anderen fu machen. Weil wir es gerne anschauen möchten. Also wenn wir möchten uns eventuell irgendeinen Wert anzeigen können, ja, und das... Nee, das ist dann, wir müssen Value nicht vorher irgendwo definieren. Wir definieren es hier. Wir sagen, wir haben einen neuen Typ, wir nennen ihn Value, ja, und wir nehmen einen Typparameter A, und er hat einen Konstruktor, dieser Konstruktor heißt Value, und er nimmt auch einen Wert vom Typ A. Das heißt, wir definieren es genau da. Wir definieren es nur hier, nicht irgendwo anders. Wir sagen, dass dieser neue Typ soll Value heißen und irgendein Element vom Typ A nimmt. Und es hat genau einen Konstruktor, und zwar Value, und der nimmt den Wert vom Typen A.
Es ist so ein bisschen, wir könnten das hier hinten auch anders nennen, aber es ist so ein bisschen guter Ton geworden, die Konstruktoren von Newtypes so zu nennen wie der Newtype selbst. Ja, wir könnten das auch mit Data schreiben. Aber da gibt, ja, das ist halt, das tut man so. Die Sache ist, wir wollen keinen anderen Typen wirklich haben. Wir wollen genau denselben Typen benutzen, nämlich A. Also A ist unser eigentlicher Typ. Und wir wollen halt sagen, okay, wenn du uns den Value A anzeigen sollst, dann zeig uns einfach das A an. Ignoriere den Wrapper. Deswegen dieses Dual-View-Show. Oder wahrscheinlich zeigt er sogar das Value nochmal drumherum an, aber ja. Aber auf jeden Fall da. Leite dir halt einfach her, wie du es anzeigen kannst. Okay, wo war ich? Genau, und irgendwie wir sagen, okay, die Measure, also wie groß ist ein Value? Ein Value ist immer 1 groß. Immer, ist uns egal. Immer ist heißt 1. So, und dadurch können wir halt irgendwie sagen, wie groß die Bäume einzeln sind. Und weil wir wissen, wie groß die Bäume sind, können wir teilweise Dinge, die wir uns sonst angucken müssten, überspringen. Und das bedeutet, dass wir in O von log n auf das n-te Element zugreifen können. Und das ist voll gut. Was bringt uns das Ganze 2? keine Panik. Regel 1 ist immer keine Panik. Das sind nur ganz lange Konstruktoren. Wir können jetzt irgendwie uns auch ausdenken, und wir müssen auch nicht komplett durchsteigen, aber im Sinne von, was wir uns auch machen können, ist zu sagen, okay, ich möchte jetzt, statt irgendwie die Size zu annotaten, möchte ich jetzt gerne irgendwie eine Priority annotaten oder sowas. Was soll als erstes berechnet werden oder sowas? Dann können wir jede Menge Foo machen, indem wir zum Beispiel sagen, okay, eine Priorität ist entweder irgendein Int oder Negative Infinity. Wenn wir sagen, das hat keine Priorität, das hat, ne, das wird nie ein Max Priority sein, das heißt, es gibt nichts anderes. Und dann können wir daraus einen Monolid machen, weil Negative Infinity Mepend X ist immer X. X Mepend Negative Infinity ist immer X. Und wenn zwei Priorities mepended werden, nehmen wir einfach das größere. Und das leere Element ist einfach das Negative Infinity, bla 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 bla. Wir machen jede Menge Foo. Und das bedeutet, dass wir jetzt nicht auf das Endelement zugehen, sondern das mit der höchsten Priorität. Im Sinne von, ich habe einen wunderschönen von diesen riesigen Bäumen und ich kann in O von 1 dran klatschen, aber wie wir es vorhin besprochen haben, aber ich kann jetzt trotzdem sagen, in O von log n, gib mir das mit der höchsten Priorität. Egal wo das ist. Ob das in der Mitte ist oder weiter hinten, ist mir Latte. Ich muss nicht darauf achten, dass ich die in der richtigen Reihenfolge irgendwie eingebe, sondern ich kann einfach immer in log n auf das höchste Element, auf das höchst priorisierte Element ziehen. Genau, was bringt uns das Ganze 3? Genau, dann können wir halt auch einen schnellen Split machen. Also im Sinne von, ich habe hier einen Baum von der Größe P, mach mal an Stelle Q einen Split und dann haben wir 2 davon. Das erlaubt uns auch, wenn wir irgendwie zwei Einzelne haben wollen, können wir erst ein großes davon teilen und so weiter. Aber das hat ganz schön viele Vorteile, glaubt mir einfach. Was haben wir gelernt? Die simple Lösung ist nicht immer beste, nicht immer die beste. Wenn ihr euch daran erinnert, wir sind von einer doppelt verketteten Liste losgelaufen. Und wir haben jetzt unsere wunderschönen Fingertrees, die aber in der Regel die Listen schlagen. Also wir haben eine kurze Übersicht, ich werde nicht zu viel Zeit darauf verschwenden, über die Operationen, Constants Log zum Beispiel, VUL, VUR, das war das Rausnehmen. Index war, okay, gib mir das so und so vielte Element. Und was ihr hier sehen werdet, okay, wenn ihr zum Beispiel eine ganz normale List nehmt in Haskell, dann haben wir hier O von 1 für Cons, aber O von N für Smog. Davon haben wir im Fingertree O von 1. Ein Vektor zum Beispiel, ist auch eine beliebte Datenstruktur, um Dinge irgendwie wegzuspeichern, hat einen O von N Cons in Smog. Weil wenn wir einen Vektor haben,
dann müssen wir erst uns einen größeren Speicher allozieren und da einmal alles rüber kopieren, bis wir einen größeren Vektor haben. Da können wir nicht einfach mal sowas dran klatschen. Genauso, also Vektor hat dafür genauso wie die Fingertrees O von 1 für VUL und VUR, genauso wie für Measure oder Length, genauso wie die Fingertrees. Da sind die Listen schlechter. Für Split und Append haben wir ein bisschen früher Asymptoten. Und für Index sind wir ein bisschen für Split und Index sind wir ein bisschen schlechter als die Vektoren. Dafür sind wir mit FromList, ToList und Reverse wieder besser als die Vektoren. Es kommt so ein bisschen drauf an, was ihr jetzt mit eurer Datenstruktur machen wollt, insbesondere. Aber ich denke, was hier irgendwie offensichtlich geworden sein sollte, ist, dass für bestimmte Use Cases, die jetzt, wo zum Beispiel ein Vektor häufig ein O von N hätte, zum Beispiel wenn ihr oft irgendwas wachsen lässt, dann ist ein Fingertree, so wie wir es hier hatten, sowohl besser als ein Vektor als auch besser als eine Liste. Und das ist total mega awesome. Und ganz viele Sachen, die ihr jeden Tag benutzt in Haskell, wenn ihr arbeitet damit, basieren auch darauf. Okay, Data in, so alles in Data Sequence basiert irgendwie auf Fingertrees. Sind besser als Listen, hatten wir, bla 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 bla. Ihr dachtet ja wahrscheinlich nicht, dass wir irgendwie eine Advanced Data Structures Vorlesung machen, ohne dass ich mal Edward erwähne. Natürlich hat auch Edward davon seine eigene Variante geschrieben, das nennt sich ROPES. Hat einen skalaren Faktor besser, hat einen skalaren Faktor, der besser ist als das Zeugs, 0,7 bis 30 mal schneller. Also ich nehme an, für ganz bestimmte Sachen gibt es da irgendwie einen 30% Overhead gegenüber Data Sequence. Aber halt an anderen Stellen, wenn sie es nehmen, halt bis zu 30 mal schneller. Supportet auch irgendwie Unboxed Data Structures, ne? Das ist ja das Liebling von Edward und so weiter. Kann man sich auch angucken, wenn man Bock drauf hat. Fragen soweit. Ja. Ich wollte ein Faultier in meiner Vorlesung haben. Weil wir schon über Laziness reden, dann können wir auch ein Faultier haben. Okay. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann machen wir mit Laziness weiter. So. Laziness, nochmal zur Wiederholung, bedeutet, dass ein Wert, den wir irgendwo verwenden in unserem Programm, erst dann ausgerechnet wird, oder erst dann berechnet wird, wenn wir ihn tatsächlich brauchen. Nicht früher und nicht später. Es gibt so, ich habe das jetzt nicht auf den Folien, aber mein Lieblingszitat zu Laziness ist eins von Dolce Sviestra aus Utrecht. Das ist ein Professor für Informatik, der in Utrecht halt viel macht. Und Utrecht macht auch viel mit funktionaler Programmierung und Haskell. Die haben einen eigenen Haskell-Compiler, den UHC, den Utrecht Haskell-Compiler. Aber das ist mehr so ein Forschungsding und nicht so ein Industry-Ding wie der GHC. Und Dolce Sviestra hat mal gesagt, ich krieg's noch auf die Reihe. Garbage collection means that the programmer doesn't have to worry about the end of a value's life, and laziness means that she doesn't have to worry about its beginning either. Und das finde ich eigentlich ziemlich sinnvoll, dass wir uns jetzt keine Gedanken darüber machen, okay, wann ist diese Berechnung eigentlich fertig oder wann wird diese Berechnung durchgeführt? Müssen wir uns nicht mehr drum kümmern. Das hat Vorteile für uns. Wir wollen noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Okay, andere Sachen sind Trennung von Definition und Evaluation. Das heißt, ich kann irgendwie eine unendliche Liste von Sachen in einem Modul definiert haben und am anderen Ende des Projektes habe ich in irgendeinem anderen Modul eine andere Liste definiert. Und jetzt brauche ich über den dritten Modul wieder an einer ganz anderen Stelle im Projekt irgendwie die Tupel daraus, jeweils von einem Element hier und einem Element da. Das ist überhaupt kein Problem.
Ich kann es einfach da bewerten, obwohl ich es an ganz anderen Stellen definiert habe. Genau, wir können sie separat definieren, genau so hier. Offensichtlich, Berechnungen, die wir nicht brauchen, werden nicht durchgeführt. Das ist gut, weil wer verschwendet schon gerne CPU-Cycles. Beispiel, ich finde das ziemlich gut. Angenommen, wir haben irgendeine Funktion, die sagt, okay, sortieren wir mal irgendeine Liste von einem Typ O, der natürlich sortierbar sein sollte, und gib mir die ersten N. Ja? Und ich sage dann, sortiere es zuerst und dann gib mir die ersten N Elemente. So, was passiert jetzt? Angenommen, wir sind in Insertion Sort oder sowas. Ne? Der geht einmal über die Liste drüber, sucht sich das kleinste Element, tut es nach vorne. Dann geht er nochmal über die Liste drüber, nimmt sich das nächst kleinere, also nimmt sich das jetzt kleinste Element, tut es nach vorne. Und so weiter und so weiter. Der hat eine Laufzeit von n Quadrat. Das ist gar nicht mal so cool eigentlich, aber weil wir lazy sind, kann der Compiler hier ablesen, aha, wir brauchen aber nur so und so viele, also wir brauchen meinetwegen nur die ersten 5 Elemente. Das heißt, ich muss nur 5-mal drüber laufen und dann kann ich abbrechen. Ganz egal. Und das müssten wir, wenn wir das jetzt in der imperativen, ja genau, wir können aufhören, sobald wir die n kleinsten haben. Und wenn wir jetzt das in einer imperativen Sprache oder in einer nicht-lazy Sprache machen wollen würden, dann müssten wir uns in die Sortierfunktion reinhacken und da sagen, okay, aber zusätzlichen Parameter, wie viele ich davon dann am Ende brauche, und dann irgendwie einen Break einbauen, sobald das irgendwie erreicht ist, bla 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 bla. Wir müssten da jede Menge crazy Hacking machen und hier schreiben wir einfach hin, sortieren wir das und dann gib mir die ersten so und so. Ich finde das ziemlich lustig. Wir können mit lazy Datenstrukturen so ein bisschen den Kontrollfluss beeinflussen. So eine Äquivalenz, die immer mal wieder erwähnt wird, ist, dass eine Liste in Haskell so ein bisschen einer Vorschleife aus imperativen Programmiersprachen entspricht. Weil die Liste lazy ist. Diese Liste liegt nie komplett im Speicher, wenn sie es nicht muss, sondern immer nur das Element, was gerade berechnet wird, plus eventuell, was irgendwie sich für später gemerkt werden muss. Das heißt, das korrespondiert so ein bisschen zu, dass immer nur in imperativen Sprachen immer das eine Element, die Sachen in Scope liegen, die für diesen Durchlauf der Schleife relevant sind. Aber lazy Datenstrukturen sind in Haskell First Class Citizens, das heißt, wir können ihnen Funktionen übergeben, wir können darauf Pattern matchen, wir können sie zu größeren Dingen zusammensetzen, wir können allen möglichen Scheiß damit machen, und sie verschwenden halt nur mehr Speicher als benötigt. Wenn wir sie benutzt haben und danach nicht mehr brauchen und der Compiler sieht, der braucht das aber nachher nochmal, dann werden die sofort Garbage collected und liegen nicht mehr im Speicher. Juhu! Zum Beispiel, wenn wir uns die Fakultätsfunktion anschauen von n und einfach sagen, okay, das ist das Produkt von den Zahlen 1 bis n, wunderschön, dann liegt diese ganze Liste von 1 bis n niemals komplett im Speicher. Ich muss mir nicht erst Speicher für die gesamte Liste allozieren und dann alles wegmultiplizieren, sondern ich nehme mir das erste Element, multipliziere das mit dem zweiten und kann den Rest sofort Garbage collecten. Multipliziere drauf, multipliziere drauf, multipliziere drauf, multipliziere drauf. Aber immer nur elementweise. Niemals brauche ich die ganze Liste im Speicher und das ist halt hilfreich. Ganz oft, wenn man Daten verarbeitet, hat man halt sowas wie, lies irgendwas aus irgendeiner Struktur aus, so Textdatei oder sowas, unfolde das, dann mach eine Funktion drauf und dann folde das halt wieder. Alles das passiert elementweise. Und es ist immer nur so viel Speicher allokiert, wie ich es gerade brauche. Auch wenn es uns erlaubt, in höheren Dimensionen darüber nachzudenken, was hier gerade passiert. Mit dieser Korrespondenz, die ich gerade angesprochen habe, dass so Forloops man halt auch irgendwie, also dass man Forloops und Listen, Lazy Listen insbesondere, halt auch irgendwie so ein bisschen als dieselbe Sache verstehen kann, das ermöglicht uns non-deterministische Programmierung im Sinne von, dass wir an einer Stelle nicht wissen, wie es weitergeht,
angenommen hier Monadeninstanz, das Beispiel hatten wir auch schon mal auf den Folien. Ich sage, okay, ich nehme A's aus 1 bis 10 und ich nehme B's aus 1 bis 10 und ich will jetzt aber nur die haben, wo A ungleich B und A und B zusammen 7 sind. Niemals, an keinem Punkt, gegen alle möglichen 100 Kombinationen, also alle 100 möglichen Kombinationen, irgendwo im Rahmen und ich gehe die durch. Passt, 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 passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt nicht, passt, passt nicht oder irgendwas, ja. Passiert nie. Es ist immer nur, okay, wir nehmen die ersten Kombinationen, überprüfen, passt nicht, schmeißen wir weg. Wir nehmen die zweite Kombination, okay, die meinetwegen passt die jetzt mal, die merken wir uns, und dann nehmen wir die dritte, dann haben wir zwei, dann haben wir Speicher für zwei, weil wir uns halt immer nur die merken, die schon geklappt haben, und dann einzeln die nächsten überprüfen, ja? Die Frage war, ob er automatisch aufhört, wenn er merkt, dass A gleich B. Und ja, weil und ist auch lazy. Das heißt, er überprüft erst das erste. Und nur wenn das ein True zurückgibt, überprüft er das zweite. Weil false und blub ist false. Und deswegen muss er das auch nicht weiter überprüfen. Und dann gibt er am Ende nur die zurück, wo es halt für alle passt. Ein Beispiel dafür, was wunderschöne bunte Bilder hat, und ihr mögt wunderschöne bunte Bilder, gibt's doch zu, ist so ein übliches Kartenfärbungsproblem. Wir haben zum Beispiel irgendeine Karte von Europa und wir wollen jetzt gerne jedem Land eine eigene Farbe geben, aber das soll, also wir können auch ruhig eine Farbe zweimal verwenden, solange nicht zwei benachbarte Länder die gleiche Farbe haben, weil dann wird es schwierig zwischen ihnen zu unterscheiden. Das ist ein gar nicht mal so einfach zu lösendes Problem. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das NP-hard. Oder? Ich schaue die Theorie-Tutorien an. Ich glaube schon. Ich glaube, für ein gegebenes N ist es NP-hard, egal. Okay, auf jeden Fall wollen wir das so haben. Zum Beispiel haben wir Spanien und ich glaube Litauen dieselbe Farbe, aber es ist kein Problem, die liegen nebeneinander. Und irgendwie das Vereinigte Königreich und Rumänien haben dieselbe Farbe. Und ist auch kein Problem, da liegen viele dazwischen. So, jetzt haben wir angeblich mal, wir haben jetzt mal angenommen die Funktion Step, nimmt irgendeine Karte, die teilweise ausgefüllt ist. Und wir haben außerdem ein Land, das wir irgendwie eine Farbe geben möchten. Und es gibt eine Liste von Maps zurück. Okay, was ist, wenn ich dieses Land blau färbe? Was ist, wenn ich dieses Land rot färbe? Was ist, wenn ich dieses Land orange? Und so weiter. Dann können wir sagen, okay, Solutions. Alle möglichen Solutions ist, wir falten mit dieser Funktion von da oben und einer ganz leeren Karte am Ausgang, falten wir einfach über die Liste aller möglichen Staaten. Das heißt, okay, fangen mit den ersten Staaten an, färbe in Rot, Gelb, Grün, Blau, bla bla bla. Und dann die zweiten und dann die dritten und so weiter und so fort. Und das gibt das gibt uns genau die Menge der Lösung, weil wenn wir irgendetwas nicht färben können, wäre diese Liste hier am Ende leer. Weil wenn wir es nicht so färben können, dass es Sinn ergibt. Und dann haben wir mit Solutions, mit dieser wunderschönen kleinen Funktion, die Liste von allen validen Einfärbungen. Weil alles andere nicht durchkommen würde. Und wenn wir jetzt nur irgendeine Lösung haben wollen, dann können wir einfach sagen, okay, Head Solutions, fertig. Und dann wird auch nur genau diese eine ausgewertet. Es werden nicht alle anderen Lösungen, die massiv Zeit brauchen könnten, ausgewertet und dann das erste davon genommen. Sondern sobald er irgendeinen Weg gefunden hat, okay, was ist, wenn wir das damit machen und 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 sagen, okay, zufälligerweise findet er beim ersten Durchlauf schon gleich eine gültige Lösung, dann wird auch schon nach dem ersten Durchlauf gleich die Lösung zurückgegeben und fertig. Da wird nicht mehr berechnet, weil das wäre nur noch verschwendete Rechenzeit.
Wahrscheinlich der rechten Seite ist gar nicht gut. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen anhalten. Wir können ansonsten auch noch andere Anforderungen machen, irgendwie okay. Hier ist ein kleiner Typo, das sollte auch ein R sein. Okay, wir können sagen, okay, Sun sind zum Beispiel alle die Lösungen, in denen Deutschland blau irgendwie ist. Oder wir möchten, wir können doch ja, alles Mögliche machen. Aber wir haben halt, weil wir in einem Lazy-Setting sind, haben wir nie alle Lösungen im Speicher, sondern immer nur so viele, wie wir auch tatsächlich brauchen. Und das ist schön, weil Speicher ist teuer. Wir können zum Beispiel auch ziemlich hohe Präzision in unsere Datenstrukturen bringen durch Laziness. Zum Beispiel, also da gibt es ein Paket mit einem entsprechenden Talk, der zum Beispiel die, da geht es um Arbitrary Real Arithmetic in Haskell. Gibt es einen Talk auf YouTube zu. Und die Idee ist, dass man, dass wir normalerweise halt irgendwie auf Doubles rechnen oder sowas. Und das ist suboptimal, weil eventuell wollen wir mal präziser werden, als uns das Double-Format hergibt. Und dann könnte man jetzt zum Beispiel das entweder über Dedekind-Schnitte machen oder über Continued Fractions. Das heißt, diese, also 1 durch blub plus 1 plus 4 durch blub plus 7 durch 8 plus blub. Und das konvergiert dann auf den Wert, den wir haben wollen. Und wir können dann sagen, okay, gib mir das auf irgendwie, naja, da ist auch die YouTube-Talk. Das kann man sich dann halt als Liste darstellen. Rationale Zahlen haben, dann können wir sie als endliche Listen darstellen, nämlich einfach als Bruch. Wir können aber zum Beispiel Pi und E als Konvergenz von einer Reihe darstellen und die können wir dann halt arbitrary precision machen, indem wir nur so viele auswerten, wie viel brauchen. Aber im Sinne von, das Besondere daran ist, dass diese Operationen, die wir darauf verwenden, nur genauso viel von der unendlichen Liste auswerten, wie sie gerade brauchen, und wir am Ende bestimmen können, wie viel Genauigkeit wir brauchen. Okay, wir sagen, okay, wir haben diese Berechnung, das ist Pi mal dies plus jenes, bla 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 bla, und das ist ein Ergebnis, und das möchte ich jetzt bitte auf 10 Nachkommastellen haben, dann geht das. Und das Coole daran ist, ist das die Folie, die ich haben wollte? Nein, dann kommen wir zu dem Punkt nochmal später. Egal. Auf jeden Fall kann ich dann am Ende festlegen, wie genau ich es gerne haben möchte. Und der Compiler macht einfach den Rest. Das ist sozusagen ein In-Control, Built-in-Control-Side-Effekt. Der Compiler achtet auch darauf, dass Werte höchstens einmal berechnet werden und cached sie im Zweifelsfall, wenn er sehen kann, aha, den gleichen Wert brauche ich aber hier hinten nochmal, den merke ich mir jetzt, haha, schlau wie ich bin. Alles deterministisch abläuft, auch wenn wir nicht deterministischen Code schreiben können, dass es alles thread-safe abläuft, darum müssen wir uns alles nicht kümmern. Das macht alles der Compiler und das Runtime-System. Und dabei können keine, also Modulo Compiler-Bugs können dabei keine Fehler entstehen, obwohl wir diese ganzen angenehmen Sachen einfach so gratis dazu geliefert bekommen. Solange wir uns von irgendwie Unsafe Perform.io oder sowas fernhalten. Aber wenn wir zu Unsafe Perform.io greifen, sind wir eh verloren. Ein wunderschönes Beispiel, das immer wieder aufkreuzt, ist das hier. Das sind die Fibonacci-Zahlen. Und zwar gehen die Fibonacci-Zahlen los mit 0, 1 und dann wird mit Plus jeweils, also verbindet es mit Plus, diese beiden Listen, nämlich FIPS und Tail von FIPS. Das heißt, er berechnet einmal 0 und einmal 1, dann fängt er an zu zippen und sagt, okay, ich brauche einmal FIPS, das ist 0. Und also das erste Element von FIPS, das ist 0 und das erste Element von Tail FIPS, das ist 1. Fuse sie zusammen, springt einen Sprich weiter, dann kann er die 0 wegschmeißen. Dann fuse er die 1, die wir fest hingeschmissen, also wird Garbage Collected. Dann nimmt er die 1, die wir geschrieben haben und die 1, die er gerade eben errechnet hat, schmeißt die zusammen. Kann die 1, die wir festgeschrieben haben, Garbage correcten.
und so weiter. Der hält nie die ganze Liste, die er sich bisher hergerechnet hat, im Speicher, wenn wir, so sagen wir mal, die Ente Fibonacci-Zahl angefragt haben. Der hat immer nur konstant viele im Speicher, ganz egal, wie viel, welches Element wir anfragen. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir können genau diese Funktion auch mit allen anderen Funktionen manipulieren, wie wir sie sonst schon kennen. Ich hoffe, wir werden noch einigermaßen pünktlich fertig. Kurze Vorstellung vom Konzept Memoization. Das kann entweder automatisch passieren, wenn man die richtigen Tools benutzt, oder muss manuell gemacht haben. Die Idee ist, dass wir Teilergebnisse zwischenspeichern. Hier gibt es ein paar Pakete, die das irgendwie dem Compiler ein bisschen unter die Arme greifen. Das ist auch ordentlich passiert. Also wir können uns natürlich immer Zwischenergebnisse wegspeichern, und das ist hilfreich. Insbesondere auch in der dynamischen. Gibt es dazu nicht mehr? Ich dachte, wir hätten dazu zur Memoization irgendwie noch ein paar Folien mehr. Ja, dann habe ich mir das eingebildet. Okay. Dann bin ich gar nicht so schlecht in der Zeit. Wer weiß noch, was dynamische Programmierung ist? Doch die meisten. Das ist gut. Wir haben hier in der dynamischen Programmierung eine Beschleunigung des Programmes, indem wir gezielt uns Dinge zwischenspeichern, normalerweise in Arrays, und auf die immer und immer wieder zugreifen. Und weil wir es einmal ausgerechnet haben und es einmal weggespeichert haben, haben wir es halt schneller da, weil wir nur noch einmal irgendwie in O(1) oder so drauf zugreifen müssen, statt es irgendwie komplex nochmal neu auszurechnen. Da gibt es so etwas, was sich Bellman's Principle nennt. Und das ist die Idee, dass optimale Lösungen von Teilproblemen auch aus optimalen Teilproblemen bestehen werden, aber das müssen wir jetzt nicht furchtbar drauf eingehen. Häufig sieht es dann so aus, dass wir irgendein riesiges Lookup-Array haben, und der Vorteil, wenn wir in einem Lazy-Setting sind, heißt, dass wir dieses riesige Lookup-Array einfach sagen können: okay, Array, deine Elemente berechnen sich übrigens so und so und so. Und wir müssen uns nicht irgendwie darüber erst Gedanken machen, okay, in welcher Reihenfolge wurden jetzt welche Elemente von diesem Array ausgewertet? Ist das alles so, dass die niemals auf irgendwelche Sachen zugreifen, die sie brauchen, weil dann stützt das Ganze ab? Oder berechnen die eventuell sogar zu viele oder zum falschen Zeitpunkt? Und das ist alles Sachen, über die ich normalerweise Gedanken machen müsste, aber in Haskell nicht. Wir sagen einfach, okay, ist jetzt ein bisschen Overkill für Fibonacci, aber wir könnten es theoretisch so machen. Wir sagen, okay, Fib von 0 ist 0, Fib von 1 ist 1. Und Fib von n ist auf das Array zugegriffen an der n-1. Stelle plus an der auf das Array zugegriffen an der n-2. Stelle. Und wir sagen einfach, okay, dieses Array geht von 0 bis n. Und wir haben an jeder Stelle Fib i. Das heißt, das greift wieder auf diese Funktion zurück und spart sich halt dadurch jede Menge Rechenzeit. Wie gesagt, bei Fibonacci gar nicht mal das beste Beispiel, aber ich wollte jetzt hier auch nicht noch mehr riesig viel Code auf die Sache klatschen. Die Sache ist, dadurch, dass wir uns Dinge zwischenspeichern, sparen wir jede Menge Zeit, wie es halt bei dynamischer Programmierung immer ist, aber dadurch, dass es lazy ist, sparen wir uns jede Menge Denkzeit, weil wir uns nicht überlegen müssen, in welcher Reihenfolge was ausgewertet wird, sondern es einfach in der richtigen Reihenfolge ausgewertet wird. Das passiert einfach ganz normal vom Compiler. Einfach so. Das ist toll. Wenn wir irgendwie sowas wie String Edit Distance haben, wenn wir auf der einen Seite den String Airplane haben und auf der anderen Seite irgendwie den String Airline, und wir können jetzt irgendwie mit bestimmten Kosten einen Buchstaben austauschen, löschen und einfügen oder sowas, dann muss man halt ganz häufig auf bestimmte Zwischenlösungen zugreifen, und für sowas ist es einfach optimal, Dynamic Programming zu verwenden. Habe ich auch in der DA gemacht. Ist sinnvoll. Kurzes Fazit. Wir werden tatsächlich eventuell noch in Time fertig. Wir haben Modularität, das heißt, wir können Definition
und Evaluation einigermaßen sinnvoll trennen und davon profitieren. Wir können den Kontrollfluss ein bisschen verbessern, weil wir erstmal definieren können, was wir haben, und wir können wir können über lazy Datenstrukturen den Kontrollfluss dann später definieren, was wir eigentlich haben. Und zum Beispiel in Präzision, wir können sagen, okay, wir machen hier eine arbitrary precision Berechnung und wir sagen aber erst am Ende, wie genau wir es haben wollen. Zum Beispiel, das ist so ein bisschen wie zwischen Pixelgrafiken und Vektorgrafiken der Unterschied. Also Vektorgrafiken sagen einfach, okay, du zeichnest das so mit einem Vektor, der so und so verläuft, und den können wir dann einfach, wenn wir tatsächlich irgendwann mal eine Pixelgrafik brauchen, sagen, okay, meine Pixelgrafik soll so und so groß sein, dann rechnen wir den Vektor halt genauso aus, bis wir irgendwie auf Subpixel-Ebene sind, und dann färben wir es halt entsprechend ein. Und genauso ist es hier. Wir können sagen, okay, wir definieren Pi unendlich genau, aber mal brauchen wir es auf 5 Nachkommastellen und danach brauchen wir es eventuell an einer anderen Stelle auf 10 Nachkommastellen. Und dann können wir zum Beispiel von derselben Stelle losmachen. Das heißt, wir können den Vorteil daraus ziehen, dass wir schon auf 5 Nachkommastellen berechnet haben und einfach von der Stelle weitermachen. Das hat Vorteile. Wer mehr wissen möchte, kann sich unter diesem Blogpost auch noch ein bisschen was lesen. Das war's.